Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zurück bei Self-Trade Money. Und heute in diesem Video möchte ich mit euch über ein Konzept sprechen, welches ich auf täglicher Basis wirklich für mein Trading anwende. Und ich habe mir einfach überlegt, dass es an der Zeit ist, jetzt das Ganze auch euch vorzustellen. Einfach aus dem Grund, weil ihr mittlerweile auch ein solides Grundverständnis zum Thema Liquidity haben solltet. Okay, aufgrund der letzten Videos. Und auch, weil wir im letzten Video auch schon über das ganze Thema interne Liquidität und externe Liquidität gesprochen haben. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, es bietet sich jetzt auf jeden Fall an, über dieses Thema mit euch zu sprechen. Wichtig ist auf jeden Fall nochmal zu verstehen, dass es ein Konzept ist, okay, eine Theorie. Das bedeutet, wie alles im Trading, kann das Ganze nicht jedes Mal zu 100% funktionieren, aber ich denke, es ist eine sehr, sehr schöne Schematik, welche wir einfach auf täglicher Basis anwenden können. Und welche uns einfach sehr, sehr gut dabei helfen kann, ich sag mal, die Richtung zu analysieren, in welche wir traden wollen. Weil wenn wir das schon mal haben, dann sind wir wirklich einer ganzen, ganzen Menge Leute einen großen Schritt voraus, okay? Und dieses Pattern ist mein absolutes Lieblingspattern und deswegen möchte ich das Ganze heute mit euch teilen. Und zwar, worum geht es? Es geht um das sogenannte QM-Pattern. Und wie gesagt, das ist mein absolutes Lieblingspattern, weil es auf einer Logik basiert, welche ich einfach in meiner Trading, wie soll ich sagen, Philosophie sehr, sehr stark verankert habe. Und das ist auch ein Thema, welches ihr jetzt mittlerweile ganz gut verstehen solltet, wenn ihr die letzten Videos zum Thema Liquidity und vor allem auch das letzte Video zum Thema Struktur, Liquidity und so weiter und so fort, interne, externe Liquidität, alles gesehen habt, dann solltet ihr mir jetzt hier definitiv gut folgen können. Okay, also was ist ein QM-Pattern? QM steht für quasi Modo Pattern. Ich bin jetzt nicht auf den Namen gekommen, es ist ein Name, der schon ein bisschen länger in der Szene bekannt ist. Allerdings ist dieses Konzept irgendwie sehr, sehr unbekannt und ich frage mich, warum. Und deswegen habe ich gedacht, ich benutze das auf täglicher Basis. Ich muss das einfach auch mit meiner Community, sag ich mal, hier teilen. Und wichtig zu verstehen ist, dass ein QM nicht dasselbe ist wie ein Change of Character, weil wir hierbei bei dem QM-Pattern keine Inside Bars verwenden. Solltest du jetzt nicht genau wissen, was Inside Bars sind und so weiter und so fort, ist es erstmal überhaupt nicht schlimm, weil wir haben hier bei dem QM-Pattern sowieso eine etwas andere Herangehensweise, weil wir einen Indikator dafür benutzen, der uns sogenannte fraktale Punkte anzeigt, okay? Und auf diesen fraktalen Punkten basierend schauen wir eben nach diesen entsprechenden Liquidity Grabs und nach diesen Market Shifts, okay? Keine Angst, ich werde dir gleich natürlich den Indikator zeigen. Ich werde dir zeigen, wie du den Indikator richtig einstellst für diese Herangehensweise hier. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das Ganze sogar viel, viel besser live im Chart verstehen wirst, als jetzt hier anhand von diesem Beispiel. Wobei, das hier solltest du auch schon verstehen. Das ist wirklich einfach und simpel und genau deswegen ist es so powerful, sag ich mal, weil es sehr, sehr simpel ist, sehr, sehr systematisch ist und dir definitiv brutal helfen wird. Aber wir lesen das Ganze hier nochmal kurz vor. Wir wollen sehen, dass Liquidity in Form von einem Fraktalpunkt, also man könnte jetzt auch sagen Fraktalpunkt, aber Fractal Point, von einem Fraktalpunkt genommen wird, okay, und daraufhin wollen wir ein Momentum-Shift sehen, welcher durch den fraktalen Punkt durchgeht, der vorher die Liquidity, also welcher vorher die Liquidity genommen bzw. gegrabt hat. So, klingt jetzt erstmal alles wieder mega kompliziert, ist es aber überhaupt nicht. Ich zeige dir das jetzt einmal hier anhand von diesem Beispiel. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das hier wäre ein fraktaler Punkt, okay? Wie gesagt, das macht alles dieser Indikator. Der Indikator spuckt dir im Prinzip diese fraktalen Punkte hier aus. Aber, um dir das erstmal in der Theorie hier zu erklären. Was ist das hier für ein Punkt? Was hat dieser Punkt gemacht? Was ist hier aus diesem Punkt heraus entstanden? Und zwar folgendes ist hierbei daraus entstanden. Das hier ist der Punkt, ja, welcher verantwortlich dafür war, dass wir hier dieses vorherige Tief nochmals liquidiert haben nach unten. Okay, also wir wollen sehen, dass Liquidity in Form von einem Fractalpunkt, also Fraktalpunkt, genommen wird. Ja, das heißt, dieser Punkt hier ist verantwortlich dafür, dass wir hier Liquidity nach unten hin grabben, okay? Das ist Punkt Nummer 1, sag ich mal.
Und daraufhin wollen wir einen Momentum-Shift sehen, welcher durch den fraktalen Punkt durchgeht, der vorher die Liquidity genommen gegrabt hat. Wichtig zu verstehen ist, dass hier auch ein fraktaler Punkt liegt, okay? Das heißt, wir brechen durch diesen fraktalen Punkt hindurch, ausgehend von diesem Punkt hier, ja? Und daraufhin wollen wir einen Market Shift sehen, welcher wieder diesen Punkt hier durchbricht, welcher ja vorher verantwortlich war, dass wir hier durch diesen Punkt, und zwar hier durch diesen Fractal-Punkt durchgebrochen sind. Okay, das hier ist die Basis für unser Setup. Ich zeige dir, wie gesagt, gleich ganz genau das Gleiche auch im Chart. So, und hier haben wir natürlich das exakt selbe Szenario. Hier haben wir hier einen fraktalen Punkt und wir haben im Prinzip dann hier einen fraktalen Punkt. Okay, was wollen wir sehen? Wir wollen erstmal sehen, dass dieser vorherige Fractal-Punkt nach oben hin durchbrochen wird, liquidiert wird, und daraufhin wollen wir sehen, dass der Fraktalpunkt durchbrochen wird, welcher vorher ja verantwortlich dafür war, dass wir hier durch diesen fraktalen Punkt durchgebrochen sind. Das ist ein sogenanntes QM Pattern. Und ich könnte jetzt auf die Materie noch viel, viel weiter eingehen, zum Beispiel, um mal das kurz anzuschneiden, was man machen könnte, beziehungsweise was sehr, sehr oft gemacht wird mit dem sogenannten QM-Pattern, dass wir dann schauen, okay, dass wir eine Reaktion von dieser sogenannten linken Schulter hier sehen. Okay, das hier ist die linke Schulter. Man muss aufpassen, dass man das Ganze nicht mit dem klassischen Head-and-Shoulders-Pattern verwendet. Das ist was anderes. Ist nicht das Gleiche, falls ihr das denkt. Es ist was komplett anderes. Ja, das ist aber jetzt nicht das Thema des Videos. Was interessant ist, sind eben Reaktionen hier aus dieser linken Schulter, ja, von diesem QM-Pattern. Genau wie hier sind Reaktionen interessant von diesem unteren Punkt hier. Okay? So, das erstmal dazu, was es mit dem QM-Pattern auf sich hat. So, jetzt möchte ich allerdings nochmal kurz über diese fraktalen Punkte mit dir sprechen. Was ist das denn überhaupt? Und zwar zeigt uns dieser Indikator sogenannte Hidden Lows und Hidden Highs an, also versteckte Hochs und versteckte Tiefs. Was ist ein Hidden High? Ein Hidden High ist, wenn wir so etwas hier haben, also wir haben eine Wick, okay, daraufhin eine höhere Wick und daraufhin wieder eine kleinere Wick. Also eine mittlere Wick, die größer ist als die vorherige und auch größer ist als die dritte. Das heißt, wenn wir jetzt hier 1, 2, 3 haben, dann sollte die mittlere Kerze, sag ich mal, auch hier immer die erste übertreffen und auch die dritte übertreffen. Dann, wenn so etwas passiert, ja, dann spuckt der Indikator hier eben einen fraktalen Punkt aus. Okay, und dasselbe gilt für die Gegenseite, wenn wir hier meinetwegen ein Tief haben und daraufhin ein tieferes Tief und dann haben wir hier wieder einen dritten Punkt. Okay, aber der zweite Punkt hier an dieser Stelle ist der tiefste, ja, dann haben wir hierdurch ein sogenanntes Hidden Low hier an dieser Stelle, ja, und du musst dich halt um das Ganze überhaupt nicht kümmern, weil diese ganze Arbeit übernimmt der Indikator, den ich dir jetzt zeige, eben für dich. Das heißt, du gehst hier einfach oben rein, gibst ein Fractals und dann nicht den hier nehmen, sondern am besten den hier nehmen, Fractals Nephew Sam, okay. Du klickst dann da drauf und jetzt ist ganz wichtig, dass du hier bei Filter 3 und Bar Frag 3 und nicht auf 5. Also das ist das, wie ich das mache bei meiner Herangehensweise, bei dieser Sicht auf die Dinge, sag ich mal. Jetzt ist es nochmal wichtig zu verstehen, was es mit diesen beiden Phasen hier auf sich hat. Das hier ist die sogenannte Phase 1. Phase 1 ist immer pro Trend und macht Jagd auf externe Liquidity. Okay, und Phase 2 ist immer gegen den übergeordneten Trend und macht Jagd auf die interne Liquidity. Was meine ich damit? Wenn wir jetzt uns dieses Beispiel angucken und wir sind in einem übergeordneten bärischen Bias, okay, also in einem bärischen übergeordneten Trend. Und das hier ist jetzt meinetwegen der, ich sag mal, One-Hour-Chart. Jetzt mal angenommen, wir sind auf dem Tageschart, wir sind auf dem Weekly-Chart übertrieben bärisch unterwegs, okay. Und jetzt bilden sich eben diese QMs hier
auf dem, sage ich mal, 15-Minuten-Chart, 1-Stunde-Chart, ist ganz egal, weil dieses System funktioniert auch auf jedem erdenklichen Chart, okay? So, jetzt wollen wir nochmal kurz definieren. Wie gesagt, einfach stell dir vor, wir sind bärisch, übergeordnet bärisch. Dann sehen wir eben in der Phase 1, okay? Dann ist ja diese Phase 1 hier pro Trend. Warum? Weil wir sind übergeordnet bärisch und hier an dieser Stelle shiften wir bärisch, ja? Mit diesem QM-Pattern. Weil wir hier Liquidity grabben und daraufhin nach unten hin durch dieses Tief hier brechen. So, jetzt ist es ganz wichtig zu verstehen, dass im besten Fall sehen wir ja einen Rückgang zurück hier in diesem Bereich und dann können wir hier nach Short-Position Ausschau halten. Das Ganze muss allerdings nicht immer sofort passieren. Das ist natürlich auch ganz klar. Also wir können ja nicht immer vom Markt verlangen, dass er uns jedes Mal den perfekten Einstieg hier gibt. Wir können allerdings auch sagen, dass das hier zu einem sehr, sehr interessanten späteren Point of Interest eben wird. Warum? Weil wir erstens hier übergeordnet bärisch unterwegs sind und jetzt hier auch ein bärisches QM-Pattern formen. Das bedeutet, wenn wir dann eben zurückkommen hier in diesem Bereich und dann hier auch wieder die bestimmten Sachen sehen, über die ich auch in meinem letzten Video gesprochen habe, ja, dann ist es definitiv sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir dann hier an dieser Stelle auch eine schöne Reaktion bekommen können. Okay, aber wir möchten hier jetzt einfach mit diesem Video, ich sag mal, eine einfach verfolgbare Systematik hier für dich einfach mal ausrollen, damit du damit gut arbeiten kannst. So, das hier ist also dann unsere Phase 1. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, GBP/USD ist aktuell in Phase 1. Das bedeutet dann, dass wir pro Trend unterwegs sind und in der Phase 1, das kannst du dir merken, dass der Preis dann immer Jagd auf die externe Liquidität macht, okay? Und die externe Liquidität ist eben dort, wo wir vorher ein vorheriges Low jetzt hier in diesem Falle hatten, okay? Das heißt, das ist relativ einfach zu verstehen, dass das hier dann unsere entsprechende externe Liquidität ist. Und ja, mehr gibt es eigentlich zu diesem Thema schon gar nicht zu sagen. Jetzt kommen wir nochmal zur Phase 2. Und Phase 2 ist immer gegen den übergeordneten Trend. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier, wie gesagt, meinetwegen bärisch unterwegs sind, ja, wir sind hier bärisch unterwegs, was haben wir dann jetzt hier wieder an dieser Stelle? Wir haben hier an dieser Stelle, das weißt du auch aus dem letzten Video, interne Liquidity. Okay? Das heißt, in der Phase 2, wo wir hier Countertrend, also jetzt hier in diesem Falle bullish unterwegs sind, ja, macht der Preis eben Jagd auf die interne Liquidity und das Ganze findet eben, sage ich mal, so lange statt, bis wir dann wieder ein QM-Pattern sehen, hier eben in die bärische Richtung und dann wird quasi wieder die Phase 1 eingeläutet. Und das ist die Schematik, wie der Markt jeden Tag aufs Neue läuft. Und wenn du das erstmal verstanden hast, dann ja, denke ich, dass dir das definitiv weiterhelfen wird. Was können wir jetzt meinetwegen hier mal sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier jetzt aus dieser Phase 1 rausgekommen sind, die externe Liquidität hier abgearbeitet haben, dann kann es natürlich passieren, dass wir wieder hier meinetwegen ein QM-Pattern sehen. Okay, das bedeutet hier ab diesem Falle wären wir jetzt wieder in der Phase 2, ja, so lange, bis wir dann eben hier meinetwegen hochkommen und wieder so ein QM-Pattern sehen, sodass wir dann wieder in der Phase 1 sind. Und das ist eben das, wie ich den Markt sehe. Und ja, wie der Markt eben jeden Tag aufs Neue läuft, meiner Meinung nach. So, jetzt zeige ich dir dazu mal ein paar Beispiele im Chart. Okay, Freunde, wir sind ja zurück hier im Euro-USD. Und jetzt möchte ich dir einfach mal die Sachen, die ich dir eben in der Theorie gezeigt habe, mal wirklich ganz, ganz simpel auch in der Praxis vorstellen. Also, das Erste, was wir machen wollen, ist, wir wollen gucken, okay, sind wir übergeordnet bärisch oder bullisch? Und das ist auch so eine Sache, da könnte man so viel drüber sprechen, aber man kann es auch sehr, sehr einfach halten. Und zwar gehen wir dafür einfach mal auf den Daily Chart, okay? Wir gehen auf den Daily Chart, wir schauen, was ist hier aktuell Sache. Und das braucht für mich, ehrlich gesagt, brauche ich dafür nicht mehr als 10 Sekunden, um zu definieren, dass wir hier seit November 21
und auch davor sehr, sehr, sehr bärisch unterwegs sind. Punkt. Das war es eigentlich schon. Wir sind bärisch übergeordnet beim Euro-USD. Das heißt, ich gehe jetzt mal meinetwegen auf den 30-Minuten-Chart, okay, und zeige dir jetzt das Konzept, worüber wir eben gesprochen haben. So, nur weil wir bärisch übergeordnet unterwegs sind, bedeutet das nicht, dass wir nicht auch gute Long-Positionen und Long-Trades hier finden können. Aber, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sich die Frage stellt, was ist wahrscheinlicher, wo wird höchstwahrscheinlich deine Trefferquote besser sein? Natürlich bei Short-Einstiegen. Warum? Weil du dann bei Short-Einstiegen mit dem übergeordneten höheren Timeframe-Trend eben mithandelst. Das einfach mal logisch und einfach, ist auch wichtig, dass man das einfach versteht. So, wir gehen noch mal ein bisschen zurück und schauen uns jetzt einfach mal dieses Beispiel hier an, okay? Und jetzt siehst du hier auch eben den Indikator, ja, live und in Action. Und zwar ist das hier, wie gesagt, nochmal Fractals von Nephew Sam. Und dann wählst du das aus und stellst das Ganze hier auf 3. Du kannst natürlich auch die Farben umstellen, habe ich aber jetzt bei mir erstmal so gelassen. Warum ist das hier ein sehr, sehr, sehr schönes Phase 1 Setup? Warum überhaupt nochmal Phase 1? Weil das hier ist ja jetzt ein bärisches QM und wir sind ja übergeordnet sowieso in einem bärischen Abwärtstrend, okay? Das heißt, sehr, sehr, sehr schönes Setup. Sells aus dieser Region hier sind sehr, sehr, sehr gut, sage ich einfach mal. So, Phase 1. Warum? Weil wir hier durch dieses vorherige Fractal High durchbrechen nach oben und daraufhin durch das Low brechen, durch das fraktale Low brechen, welches vorher noch dafür verantwortlich war, dass wir hier durch dieses fraktale Hoch durchgebrochen sind. Simpel, okay? Deswegen ist es jetzt relativ wahrscheinlich, dass wenn wir zurückkommen zu diesem Bereich hier und hier entsprechende Confirmations sehen, was jetzt nicht das Thema ist von diesem Video, das ist ein Thema für ein weiteres Video, aber wenn wir hier in diesem Bereich dann entsprechende Confirmations sehen, zum Beispiel auf 5 Minuten, auf 1 Minute, 15 Minuten, was auch immer, dann sind Sells aus dieser Region hier definitiv sehr interessant. So, wir machen mal weiter und folgen derselben Systematik weiter. Was eben jetzt auch wichtig zu verstehen ist, dass während wir, sag ich mal, jetzt hier uns immer noch in dieser Phase 1 befinden, ist es natürlich sehr oft so, dass der Preis auch uns weitere Zeichen dafür gibt, dass wir uns weiterhin in der Phase 1 eben befinden. Zum Beispiel, was ist hier passiert in diesem Beispiel? Hier sehen wir auch, dass wir ein vorheriges fraktales Hoch, ja, hier durchbrechen und hier aus diesem Bereich, hier aus diesem Bereich her, ist der Impuls gekommen, ja, welcher vorher das fraktale Hoch hier durchbrochen hat, okay, und nachdem der Preis dann hier durchbricht, ja, können wir definitiv auch nach Einstiegen schauen, hier in diesem Bereich, wo wir auch sehen können, der Preis reagiert hier sehr, sehr schön an dieser Zone. So, jetzt schauen wir nochmal weiter. Warum ist zum Beispiel jetzt hier auf dieser Timeframe das hier kein Liquidity Sweep? Wobei man sieht, auf dem 15 Minuten Timeframe wäre es definitiv, denke ich mal, hier sehr, sehr schön gekommen. Aber wir sind jetzt hier auf dem 30 Minuten Timeframe und hier sehen wir es jetzt nicht. Okay, das hier ist nämlich kein fraktales Hoch. Ganz einfach, weil hier kein fraktaler Punkt vor ist. Simpel, okay? Das heißt, wir schauen uns allerdings nochmal das hier an. Hier sehen wir jetzt auch ein fraktales Hoch wird rausgenommen. Daraufhin wird ein fraktales Low rausgenommen. Das heißt, wir sind weiterhin bärisch unterwegs. Was sehen wir jetzt hier? Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich mit diesem Video machen möchte, dass du irgendeine Augen darauf trainierst und du dann einfach auch verstehst, wovon ich spreche. Hier haben wir folgendes Szenario. Ein fraktales Hoch wird rausgenommen. Daraufhin wird ein fraktales Tief rausgenommen, okay? Preis kommt hier jetzt nicht zurück zu unserer Zone, wie wir unsere Zonen und so weiter definieren, was wir da alles für Sachen machen können. Das ist, denke ich mal, auch nochmal ein Thema für weitere Videos. Es geht mir einfach erstmal nur darum, dass du die Systematik dahinter verstehst. Also, dass du deine Augen dahin bringst, sich darauf zu konzentrieren, was ich hier eben auch mehr anschaue, okay? Hier sehen wir jetzt auch verschiedene Sachen. Und zwar sehen wir, dass der Preis durch dieses fraktale Hoch durchbricht, durch dieses fraktale Hoch durchbricht und durch diese auch.
Bedeutet, das hier ist auch ein sehr, sehr, sehr wahrscheinliches Setup, dass wir eben hier ja, gute Short-Möglichkeiten sehen können. Wenn der Preis eben hierhin meinetwegen zurückkommen würde, was er jetzt leider Gottes hier in diesem Falle auch nicht gemacht hat. Aber das gehört ganz normal dazu, so ist es eben. Hier sehen wir jetzt auch nochmal, ein fraktales Hoch wird rausgenommen, okay. Daraufhin sehen wir, dass dieses fraktale Low hier rausgenommen wird. Was können wir jetzt beobachten? Dass, wenn wir so etwas sehen, ja, ist es eben sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir mit Sell-Position hier aus diesem Bereich rechnen können. Um das jetzt einfach mal grob hier hinzumachen. Hier sehen wir jetzt auch wieder dasselbe Muster wie im letzten Video. Okay. Sehr, sehr viel Internal Range Liquidity. Und jetzt verstehst du, denke ich mal, auch, wie sich so ein bisschen die Puzzleteile so ein bisschen zusammenführen, weil es ist ja hier im Prinzip genau dasselbe wie im letzten Video, dass wir ein High Probability Point of Interest dadurch definieren, wenn wir erstmal Liquidity sweepen und darauf Struktur brechen. Und genau das ist ja auch das QM-Pattern, okay? So, das heißt, das ist, denke ich mal, relativ klar. Jetzt zeige ich dir einfach nochmal ein Beispiel für die Einleitung einer Phase 2. Okay, Phase 2 ist ja wie gesagt Countertrend, also Bullish, und hat das Ziel, Jagd auf interne Liquidity zu machen. Und was sehen wir hier? Wir nehmen dieses fraktale Tief hier raus. Okay, daraufhin brechen wir hier nochmal durch dieses fraktale Hoch durch. Und wir hätten jetzt sagen können, okay, hier aus diesem Bereich, wenn der Preis dahin nochmal zurückkommt und du siehst es, der macht das hier genau, könnten wir wunderbare Long-Einstiege hier dann in diesem Bereich finden. Jetzt einfach mal, damit du die Systematik hier dahinter verstehst. Nochmal, natürlich sind Long-Einstiege in einem Markt, der extrem bärisch ist, deutlich unwahrscheinlicher. Also Einstiege kann man natürlich immer machen, aber dass sie zum Erfolg führen, sind unwahrscheinlicher, als wenn man mit dem übergeordneten Trend handelt, was sehr, 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 sehr logisch auch ist. So, hier sehen wir wieder dieselbe Systematik. Wir sehen hier, dass ein fraktales Hoch rausgenommen wird, daraufhin ein fraktales Tief. Auch hier sehen wir jetzt eben wieder, der Preis ist jetzt hier aktuell in Phase 1. Warum? Weil wir hier Liquidity grabben, daraufhin Struktur brechen, hier ein fraktales Hoch durchbrechen, hier ein fraktales Low durchbrechen. So, was passiert hier an dieser Stelle meinetwegen? Der Preis nimmt erstmal diesen Punkt hier raus, okay, nimmt diesen Punkt raus, daraufhin nimmt er diesen Punkt hier raus. Was bildet sich jetzt dadurch? Resultierend ist es eben sehr, sehr gut möglich, dass wir Long-Einstiege sehen können, hier aus diesem Bereich heraus, was hier auch wunderbar funktioniert, okay? Warum geht der Preis hier long? Weil wir Jagd machen auf die interne Liquidität. Hier sehen wir jetzt außerdem, dass der Preis, wenn er zurückkommt hier zu diesem Point of Interest, ja, zu diesem QM Point of Interest, sage ich mal, welcher sich ja dadurch definiert, dass wir erst ein fraktales Low rausnehmen, dann ein fraktales Hoch. Hier sehen wir eben immer wieder schöne Reaktionen. Hier haben wir jetzt eine Menge Liquidität, die sich auch vorher noch aufbaut. Und hier haben wir im Prinzip nochmal die exakt selbe Situation, weil wir haben hier ein fraktales Tief, welches rausgenommen wird. Daraufhin sehen wir, dass hier ein fraktales Hoch rausgenommen wird. Wir sehen, der Preis kommt hierhin zurück und wir sehen eine brutale Reaktion nach oben. Hier sehen wir das exakt selbe. Wir sehen, der Preis nimmt das Low, nimmt daraufhin diesen Punkt hier und daraufhin können wir hier wieder eine brutale Reaktion nach oben sehen. Und ja, Freunde, ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Ich will das Video jetzt auch nicht zu lang machen wieder. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch, ja, wie gesagt, hiermit weiterhelfen konnte. Bevor ihr in irgendeiner Art und Weise nach diesem System handelt, backtestet das Ganze selber erstmal, schaut euch das Ganze auf einem Demo-Account an und so weiter und so fort. Und dann werdet ihr definitiv verstehen, dass es ein System ist, welches mega viel Sinn macht. So, jetzt habe ich hier noch ein weiteres Beispiel für dich. Und zwar, was sehen wir? Auch wieder sehr, sehr gut zu erkennen. Wir haben hier ein fraktales Hoch, welches liquidiert wird.
Daraufhin haben wir hier ein fraktales Tief, welcher hier an dieser Stelle liquidiert wird. So, jetzt können wir wieder sagen, okay, Sells aus diesem Bereich, ja, sind definitiv relevant und wir sehen, der Preis kommt hierhin zurück und meldet auf jeden Fall brutal nach unten. Hier fallen wir direkt in das nächste Beispiel rein. Wir sehen hier ein fraktales Hoch wird rausgenommen, daraufhin ein fraktales Tief. Okay, was sehen wir hier an dieser Stelle? Der Preis kommt hierhin zurück und wir sehen hier definitiv auch gute Einstiegsmöglichkeiten. Und ja, das ist eben ein Konzept, welches ich jeden Tag aufs Neue benutze. Und ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Wenn du jetzt irgendwie ein bisschen verwirrt bist zu dem Thema Phase 1, Phase 2, glaub es mir, bleib bei dieser Grafik. Schau dir am besten nochmal den Start von diesem Video an. Und was eben auch ganz, ganz, ganz entscheidend ist, wenn wir das Ganze jetzt einfach mal umdrehen, okay, und wir sagen jetzt, der Bias hier ist bullish, ja, das ist auch nochmal, denke ich mal, ganz wichtig. Der übergeordnete Bias hier in diesem Fall ist jetzt bullish. Dann haben wir ja genau das Gleiche. Es ist dann wirklich exakt genau dasselbe. Wir machen das hier einfach mal in blau. Okay, blau. Und die Phasen sind jetzt in diesem Fall, musst du dir so überlegen, ist Phase 1 ja trotzdem die Phase, die eben mit dem übergeordneten jetzt hier bullischen Trend übereinstimmt. Okay, das heißt, wenn jetzt meinetwegen hier ist unser bullischer Trend, okay, dann ist Phase 2 jetzt immer noch die Phase, okay, die hier Jagd auf die interne Liquidität macht, ja, und Phase 1 ist immer noch genau dasselbe, also dieselbe Phase, Phase 1, die Jagd auf die externe Liquidität macht. Das bedeutet, es ist komplett genau dasselbe, ob bullisch oder bärisch. Wenn dir das weiterhilft, dann pausiere das Video einfach hier an dieser Stelle und einmal am Anfang, damit du das einmal für ein bullisches Szenario und einmal für ein bärisches Szenario eben hast. Also Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir gerne einen Kommentar hier rein und ansonsten, ja, wünsche ich euch allen noch einen grandiosen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.